Der heilige Valentin. Mit gleichem Erfolg wie St. Severin wirkte im äußersten Winkel des rätischen Landes in der römischen Militärstadt am Zusammenfluss von Inn und Donau, dem heutigen Passau, der Priester und Bischof Valentinus. Er war um das Jahr 440 weit aus dem Norden her, wahrscheinlich aus dem heutigen Friesland oder Holland, gekommen und hatte sich am Standort einer batavischen Kohorte niedergelassen, um für das Reich Gottes zu wirken. Es gab in Passau, wie in allen festen Plätzen an der Donau, wohl katholische Christen, aber es befanden sich da selbst auch viele heidnische und arianische Germanen als Bundesgenossen oder Söldlinge der Römer. Denn die arianische Irrlehre hatte sich damals über die meisten deutschen Völkerschaften verbreitet. Die Vermischung der Katholiken mit den fanatischen Arianern und den urwüchsigen Heiden, die wegen der Völkerwanderung, die gleich Meeresfluten hervorbrausten, zurückwichen, wiederkamen, den römischen Grenzdamm durchbrachen und alles mit Blut überschwemmten, die durch den allgemeinen Schrecken herbeigeführte Zerrütterung, die aus der steigenden Not erwachsende Verwilderung, drohten dem christlichen Glauben völligen Untergang. Valentin erhob seine Stimme, aber es war die Stimme des Rufenden in der Wüste. Er predigte, aber er fand kein Gehör. Eingedenk des apostolischen Wortes, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesendet werden, begab er sich nach Rom, dem Herzen des kirchlichen Lebens, um von dem Nachfolger Petri Vollmacht und Segen zu erbitten. Damals saß der durch Weisheit und Heiligkeit ausgezeichnete Papst Leo der Große auf dem apostolischen Stuhle. Er empfing den Ankömmling freundlichst, billigte sein Vorhaben und entließ ihn mit seinem Segenswunsch. Voll freudiger Hoffnung nach Passau zurückgekehrt, nahm Valentin das Lehramt wieder auf. Er verkündigte den Ungläubigen den einen wahren Gott, den allgewaltigen und allerbarmenden Vater, der die Seinen auch in den heftigsten Stürmen nicht verlässt. Er predigte den Arianern Christus, den Abglanz und das Ebenbild des Vaters, und stellte ihnen vor, dass ein Christentum ohne den Glauben an Christus als den Sohn des lebendigen Gottes von Ewigkeit kein göttliches Werk sei und keine erlösende Kraft in sich habe. Doch all sein Leben und Reden, all sein Lieben und Wohltun war vergebens. Ratlos ging er zum zweiten Male nach Rom und bat um eine andere Sendung zu anderen Menschen, wo er empfänglichere Gemüter fände, ein besseres Erdreich für den Samen des göttlichen Wortes. Der heilige Vater ermutigte ihn. Nicht an dem Säenden und Pflanzenden sei es gelegen, das Wachsen und Gedeihen komme von Gott, aber es komme zu seiner Zeit und Stunde. Sollte Valentin abermals keinen Erfolg gewahren, die harten Herzen durchaus nicht brechen können, dann erst möge er den Staub von den Füßen schütteln und zu einem anderen Volke ziehen. Hierauf weihte er ihn zum Bischofe und gab ihm seinen Segen auf den Weg. Valentin kam also wieder zurück, predigte mit warmem Herzen und beredetem Munde, strengte alle seine Kräfte an und entfaltete eine reiche Fülle von Langmut und Geduld. Aber all sein Mühen und Harren scheiterte an der Halsstarrigkeit der Un- und Irrgläubigen. Sie erhoben sich gegen ihn und trieben ihn unter Misshandlungen fort. Auf der Anhöhe hinter der Stadt machte er mit Wehmut und Tränen auf dieselbe zurückblickend, wie einst der Heiland auf Jerusalem, und für sie beten. Dann aber wanderte er den Inn hinauf, dem rätischen Gebirge zu. Das rätische Hochland, Graubünden und Südtirol, ein wüstes Land mit hohen Bergen, rauen Tälern und schauerlichen Einöden und Wildnissen, war früher wenig bevölkert, hatte fast keine Städte und Flecken, nur hier und da einzelne Dörfchen und kleine Ansiedlungen. Aber in jener stürmischen Zeit, als die Hunnen mordend und brennend Italien verheerten, als nach Attilas Tode das obere Donautal ein Tummelplatz der germanischen Wanderstämme war, flüchteten sich Tausende aus der lombardischen Ebene und aus dem bayerischen Flachland in die rätischen Alpen, um ihr Leben zu retten. Valentin durchwanderte die inneren rätischen Täler und kam durch den Winkgau in die Gegend, die heutzutage Dorf und Schloss Tirol, Ober- und Untermais und die Stadt Meran umfasst.
Hier hatte sein Eifer ein weites Feld, die Schrecken und Gräuel des Krieges draußen, rechts und links das Getöse der Waffen, das Getümmel der Schlachten, das Geheul der Krieger, das Jammergeschrei der Fliehenden, das in dumpfen Schwingungen bis an den Fuß der Berge zitterte, waren schon an und für sich eine gewaltige Predigt. Valentin lenkte die Herzen der dem Unheil Entronnenen zum Dank gegen Gott. Er deutete ihnen die Sprache Gottes, die im Sturm und Drang erschütternder Begebenheiten redete, und mahnte sie zur Buße und Besserung. Die Urbewohner auf unwegsamen Höhen und in abgelegenen Seitentälern lagen zum Teil noch in der Finsternis des Heidentums, oder sie hatten vom Christentum nur verworrene Vorstellungen, kannten und übten dessen Äußerlichkeiten, während sie im Geheimen noch an ihren alten Göttern hingen. Valentin verkündigte ihnen mit Wort und Tat den lebendigen Glauben an Christus, trug das Licht des Evangeliums in die fernsten Winkel, in die dichtesten Wälder und in die tiefsten Schluchten der Gebirge. Er verscheuchte die Götzen selbst aus den verborgensten Kammern und pflanzte überall das Zeichen des Kreuzes auf. Sein schönes, heiliges Leben, seine Herzensgüte und Liebesfülle, seine kernige Beredsamkeit trugen reiche Frucht. Er predigte dem schlichten Volke nicht in Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Die Nacht des Unglaubens wich, die Nebel des Aberglaubens schwankten, die Sonne der christlichen Wahrheit und der christlichen Liebe trat hervor. Dass sich Valentins apostolische Wirksamkeit über den Vinschgau hinaus gegen Italien und Deutschland erstreckte, davon geben die vielen verschiedenerorts ihm zu Ehren gebauten Kirchen und Kapellen genügend Zeugnis. Unermüdlich wanderte der heilige Bischof viele Jahre lehrend, taufend, gnadenspendend, tröstend und ermunternd umher. Als aber am Abend des Lebens die körperlichen Kräfte ihn verließen, zog er sich in das schöne Gelände von Mais zurück, wo er sich eine Kirche gebaut, um seine letzten Tage in ruhiger Stille zu verleben. Doch diese Ruhe bestand nicht in einsamen Abgeschiedenheiten, denn er hatte Priester und Lehrjünger um sich, die eine klösterliche Gemeinschaft bildeten. Die Fruchtbarkeit der Gegend lockte zu Ansiedlungen an beiden Seiten der Passa. Der Ruf seines Namens zog leer und trostbedürftige Menschen von nah und fern zu ihm. Vollkommene Ruhe fand der hochverdiente Greis erst im Tode um das Jahr 470. Die Leiche wurde von den trauernden Jüngern an seinem Kirchlein bestattet. Die Langobarden führten bei ihrem Abzug von Maia 723 die Gebeine des Heiligen nach Trient, aber der Bayernherzog Tafilo II. Ließ dieselben im Jahre 769 nach Passau übertragen, wo sie unter großem Zulauf des Volkes in der Hauptkirche beigesetzt wurden. So ruhte nun der Tod in der Stadt, die den Lebendigen vertrieben hatte.